Ja, das Geile an Festivals, du schaltest einfach komplett ab. Du weißt genau, du bist 3 Tage dort und alles interessiert dich irgendwie drumherum nicht mehr. Du bist einfach nur dort, du hast Spaß, du denkst über nichts. Es gibt, also im Endeffekt gibt es keine Konsequenzen in diesen 3 Tagen. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch, das ist, glaube ich, auch der Reiz irgendwie an so einem Festival. Hallo Freunde. Ich bin Ralf von Schwarzer Krauser. Wir sind auf dem Umsonst und draußen in Karlstadt. Wiesenklang Festival. Woodstock Festival. Pub Festival. Passauer Pfingst Open Air. Kurt Bad Kissing. Auf dem Wacken 2004. Und hier geht viel ab. Schaut's euch an. Faszination Festival, was macht das für euch aus? Ist einfach der einfach Fakt ist, super viele verschiedene Menschen, super verschiedene Subkulturen. Wir hängen alle miteinander rum und verstehen uns super. Ja. Festivalkultur, ist das für dich ein Begriff irgendwie? Ja, das ist mein Jahresurlaub. Das ist dein Jahresurlaub? Ja. Dementsprechend besuchst du nur eins oder hast du nur einen Tag Urlaub? Hast du nur 3 Tage Urlaub? Nein, nein, ich besuche so viele Festivals, wie ich Urlaub habe. Ja, wie viel warst du? Und wie ich Geld habe. Dieses Jahr ist es das zweite, weil ich meinen Zivi keinen Urlaub gekriegt habe. Ja. Und danke an dieser Stelle meinem Chef, ja. Es werden weitere Folgen dieses Jahr? Wahrscheinlich, ja. Festivals machen wir öfters. Was war dir dieses Jahr? Ja, am schon was Ring waren wir schon. Am Ring war das schon? Ja, ja, was waren wir noch? Rock am Hack waren wir auch kurz, aber nur kurz. Ja. Ja, und das war's bisher dieses Jahr. Was macht so für euch so die Festival-Faszination aus? Also ja, Musik das hier. Auf jeden Guck Fall. Mal an, die ganze und Atmosphäre das hier. Das ist wie Woodstock. Hier geht die Post ab, hier fliegen die Kühe tief. Das Festival ist voll geil. Aber es ist gerade keine Musik. Stahl, Titten, Alkohol. Ich bin gegen Tofu, weil Tofu ist scheiße. Ich ganze bin dafür. Rinder auf den Grill. Ganze Rinder auf den Grill. Wir können uns sofort über den schwarzen Krause unterhalten. Ja, alles klar. Schwarz, dunkel, kräftig und großartig. Das ist nochmal ein Tabak, oder? Ja, oder nicht? Meistens ist es so, dass wirklich die bösen Leute am liebsten sind. Die kommen dann ganz nett zu dir an, fragen dann ganz lieb, wo kann ich denn bitte noch eine drehen und oh, darf ich noch einen Kaffee haben? Also meistens ist das, was wirklich böse aussieht, extrem hart. Das heißt, hier, er wird nett sein, er wird nett sein. Und die, die ganz normal aussehen,
die sind meistens so, dass die einen links liegen lassen und direkt scheiße. Das heißt, umso härter die Schale, umso weicher der Kern. Jedes Mal. Jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal das Gleiche. Typen sind immer der gleiche Typ, oder? Wir ja, sind, wenn, die Mädels, sind, du, die Mädels auch. Also wenn du hier die Mädchen mit den pinken Haaren hast, du, die erzählen dir nachher von ihrem Jurastudium und du denkst dann nur so, wow, alle Achtung. So? Naja, einer muss auch die Leute mit den pinken Haaren verteidigen, oder? Ja, auf jeden Fall. So wird das sein. Ich finde es total super hier, den ja. Schwarzer Grauser Stand. Ja. Weil das ist das Einzige ist hier auf dem Festival, wo du was umsonst kriegst, ohne Scheiß. Und Kaffee ist immer was Gutes, oder? Ja, Kaffee und pass auf, du gehst hin, drehst dir eine, wirst gefragt, schmeckt dir das? Dann sagst du ja. Na, und es ist auch okay, weil es echt gut schmeckt. Und dann ist es voll cool, weißt du? Und dann kriegst du echt was umsonst. Holst dir ein Bier da hinten, zahlst du 5 Euro, weißt du? Und hier kommst du her, kriegst einen Kaffee umsonst, ist richtig herzlich. Okay, du bängst dir in der Drehzone ab, weil du Kaffee trinkst, weil ich geil auf Schwarze Krause bin. Das ist richtig. Okay. Gut. Du nimmst das Ganze so sehr positiv an hier, dass du hier abchillen kannst. Richtig. Was treibt sie hier hin? Die Neugier natürlich. Die Neugier, ja. Sicher. Wollen auch mal gucken, was hier alles so abgeht. Waren Sie schon mal auf so einem Festival? Aber sicher, jedes Jahr gucken wir uns jedes das Jahr an. Zur Rheinkultur? Ja. Sicher. Und gibt es einen speziellen Grund, warum Sie hier in der Schwarzdrehzone sind vom Schwarzer Krause? Nee, weil wir wollten wissen, was heißt Schwarze Krause. Schwarzer da Krause. Da fiel mir ein, das ist ein Tabak. Das ist ne? ein Tabak, genau. Ja, als ich mal geraucht habe, da fiel mir das ein. Das ist lange her. Die netten Leute von Schwarzer Krause geben sogar hinten Kaffee aus. Da werden wir gleich mal hingehen. Ja, machen Sie das mal. Und danach setzen Sie schön hier hin, relaxen etwas. Ja, genau. Doch. Und ich hoffe, Sie haben noch viel Spaß heute. Ja, das hoffen Dankeschön. Wir auch, ne? Tschüss. Tschüss, Herr Frau Jagdmann. Ja, tschüss. Ich gebe grundsätzlich keine Interviews. Du kannst im Grunde schon in der Früh anfangen zu saufen und keiner kümmert sich drum, weil selbst im Zug bist du nur mit anderen Leuten, die schon sowas von stramm sind und eingetschechert und zugeschweißt, dass das eh wurscht.